Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und Freundinnen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Pokémon Soul Silver und vielen Dank natürlich wieder fürs Einschalten und fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge Pokémon Soul Silver, ja? Ich danke wie immer, vergesst den Daumen in der nördlichsten Richtung nicht dazu, also dazu lassen und... Was passiert? Er versteckt sich nur vor uns. Okay, wir können wieder laufen. Also, nicht vergessen, den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Da verpasst ihr dann auch nichts mehr. Und natürlich mir wieder schön den Kommentar in die Kommentarsektion spammen, damit ich wieder schön mit euch interagieren kann. Und natürlich auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben versucht, die Wasserarena zu machen. Also sprich, Misty zu finden, denn die war in der Wasserarena nicht aufzufinden. Dabei... haben wir oder sind wir darauf gestoßen, dass wohl jemand im Kraftwerk ein Teil geklaut hat und dieser jemand scheint wohl von Team Rocket zu sein und der scheint sich vor uns verstecken zu wollen und der steht jetzt gerade hier. Oh no! I had myself doch versteckt. And trotzdem, du hast gefunden me in die Team Rocket. Ich bin der only one man from Ausland Country. Aber, however, das hat absolut nichts zu bedeuten. Ich habe ganz alone die Masterplan entwickelt, zu stoppen die Stromzufuhr. Aber die City-Leute alle sind in Schock und ich fühle mich wie Roll minus Rock. Meine Secret-Geheimplan kann ich dir nicht verraten. I can't. Aber, however, wenn du besiegst mich and win, ich werde meine Geheimnisse verraten. Wie eine Mann, like a man. Du verstehst, do you understand? Let the battle begin. Oh yes, Team Rocket, da sind sie zurück. Allerdings aus dem Ausland, aber ist ja nicht so wild. So, Golbat wird eingesetzt. Und wir setzen den T-Sack ein. Los geht's, wir hauen, eine schöne Steinkante hauen wir raus. Ja, vorausgesetzt, Kung-Fu-Strahl wird uns jetzt nicht so verwirren, dass T-Sack wieder nicht zum Zug kommt. Das wäre natürlich mies. Das wäre natürlich mehr als mies. Aber Steinkante kommt, Steinkante trifft. Und Steinkante ist sehr effektiv. Und das war's wohl auch schon mit Golbat. Mach's gut, Golbat. Tschüss. Ich muss mich mal kurz eben hier richtig hinsetzen. Kleinen Moment, bitte. Spieler besiegt Rocket Rüpel. Oh no. Was rede ich für einen Quark? Du bist Strawberry Brombeer. Nein, very stark. An dir, I bite me alle Zähne aus. Respect, I salute you. Großer Applaus. Das ist ja nett. Du hattest ja auch ein ultra beschissenes Poké. Also. Okay, alles klar. Ich verrate dir meine Secret Geheimnis. I have die Spule in die Arena von Azuria City versteckt. Yes, I have. Wenn du neben die Schwimmreifen checkst, find you sie bestimmt. You will. Aber, however, nicht vergessen. Don't forget. Team Rocket wird dich definitely besiegen. Yes, we will. All my friends werden kommen. Aus Johto. What sagst du da? Team Rocket ist Geschichte? All gone? Sie haben sich aufgelöst, you say? Oh no, what soll ich no only machen? Okay, ich gehe zurück in mein Heimatland, meine Country und gründe meine eigene Team Rocket. Goodbye, so long. Na toll. Der arme Kerl. Es war einer der letzten von Team Rocket. Oh, es hat sich gerade die Tageszeit hat sich geändert. Das war einer der letzten von den Team Rocket Verbliebenen. Der arme Kerl, der tut mir jetzt schon fast ein bisschen leid, muss ich mal ehrlich gestehen. So, rein in die Arena und irgendwo neben dem Schwimmreifen müssen jetzt hier die gutsten Sachen liegen. Aber wo? Los, Quabbo. Irgendwo hier müssen doch... Neben Schwimmreifen, hat er gesagt, oder? Aber hier ist nichts. Neben was für ein Schwimmreifen? Der hat uns doch wieder verarscht. Oder meint er den Schwimmreifen? Ah, Harris hat einen schwarzen Klumpen vom Rand des Pools aufgehoben. Es ist irgendeine Art Spule. Harris erhält die Spule. Nice, okay, sehr, sehr gut. Dann können wir ja jetzt die Spule ins Kraftwerk zurückbringen. Und mit etwas Glück können wir vielleicht dann gegen Misty antreten. Wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich am Kraftwerk wieder, Leute. Bis gleich.
Okay, Friends and People, wir sind zurück am Kraftwerk und gucken mal, dass wir die Spule jetzt hier eventuell abgeben können. Okay, der will mir... hallo, ja. Der, wem kann ich die Spule geben? Wahrscheinlich den, Direktor selbst, oder? Guck mal hier. Hä? Wie, wo, was, wieso? Hast du etwa das fehlende Teil des Generators gefunden? Das arme kleine Ding, das dieser böse Mann aus meinem geliebten Generator entwendet hat. Meinst du, dieses Teil? Du hast das wirklich gefunden? Oh, ich könnte dich küssen, vielen Dank. Dann schreiten wir gleich mal zur Tat. Zippel die zippel die zapp. Hier gehörst du hin, schnapp, schnapp. Ohohoho, es tut sich was, es tut sich was. Ohohoho. Oh, ich bin dir ja so dankbar. Erlaube mir, mich dieser TM etwas erkenntlich zu zeigen. TM 57 erhalten. Das ist jetzt was? Gnadenlose Attacke Ladestrahl. Wenn sie abgefeuert wird, macht es papapapam. Und du hast nicht nur deinen Gegner angegriffen, sondern womöglich auch den Spezialangriff deines Pokémon erhöht. Ui. Gut, der Generator läuft. Aber... ist denn jetzt auch Misty zurück? Fragen über Fragen. Wir sehen uns gleich wieder an der Pokémon Arena. Bis gleich, Freunde. Ja, gut, Freunde. Wir sind zwar wieder in der Arena, aber die Misty ist leider immer noch nicht aufzufinden. Und somit können wir die Wasserarena wohl auch in dieser Folge nicht machen. Jetzt bleibt oder stellt sich mir natürlich die Frage, wo finden wir Misty? Beziehungsweise, was ist unser nächster Schritt? Fakt ist, wir müssen immer noch Pokémon fangen. Fakt ist, wir könnten jetzt wohl auch nach Johto zurückreisen. Und zwar mit der Magnetschwebebahn, die wir ja jetzt anscheinend wieder in Betrieb genommen haben, dadurch, dass wir den Generator wieder im Kraftwerk in Gang gebracht haben. Fragen über Fragen. Was machen wir zuerst? Ich würde vorschlagen, wir gucken uns einmal... Tja. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier in die Stadt, wo ursprünglich die Safari-Zone war in der feuerroten Edition und schauen mal, ob wir uns den Orten vielleicht zuerst krallen können. Beziehungsweise ich würde vielleicht sogar am liebsten nochmal in die Safari-Zone in der Johto-Region, weil da sollen ja jetzt neue Blöcke vorhanden sein und wir sollten da ja wohl jetzt neue Pokémon fangen können. Und wir brauchen noch ein paar neue Pokémon, beziehungsweise wir brauchen halt auch noch ein Flug-Pokémon irgendwie, ja. Also würde ich vielleicht vorschlagen, wir gucken mal nach Safronia City war es, glaube ich, zurück und schauen mal, ob wir dort vielleicht mit Hilfe der Magnetschwebebahn zurück nach Johto kommen. Also, bis gleich! Ja, Freunde, wir sind zwar in Safronia City, allerdings die Magnetschwebebahn lässt uns nicht mit ihr fahren, da wir kein Ticket besitzen. Und ich habe leider auch keinen Plan, wo ich dieses Ticket herbekomme. Ich weiß nicht, ob man sich das hier irgendwo kaufen kann. Anscheinend nicht. Und immer wenn ich hier durchgehe, sagt er zu mir, alle Reisenden werden gebeten, hier am Eingang ihren Fahrschein elektronisch prüfen zu lassen. Aber... ich habe keinen Fahrschein und dadurch kann ich dann auch nicht mit dem Zug fahren. Also hat sich das auch erledigt. Dann machen wir uns auf jeden Fall erstmal in die andere City und gucken einfach, ob wir da gegebenenfalls ein paar neue Pokémon fangen können. Zumindest eins mit Fliegen wäre gut. Ja, ich bin sehr gespannt. Wo führt der Tunnel hier eigentlich hin? Du kriegst ihn nicht aufs Historiegeld. Okay. Oh. So, dann gucken wir einfach mal, wo die Route hier hinführt. Ach, Prismania City war das hier. Ja, okay, hier waren wir ja auch schon komplett. Dann können wir jetzt eigentlich nur noch hier Route 16 mal antreten. Hier war damals das Haus, wo man doch Fliegen bekommen hat, oder? Die VM. Wenn du immer weiter den Radweg hinabbrauchst, kommst du nach Fuxania City. Ach ja, Fuxania war das. Hallo, hallo, möchtest du einen hippen Spruch hören? Na, immer zu. Nun gut, der hippe Spruch lautet heulen. Das ist total in, das zu sagen. Dann heul er doch. Okay, was kann man hier für Pokémon fangen? Slimer. Wow. Ja, das, Ibitak. Ist immerhin ein Flug-Pokémon. Gibt es denn noch irgendwelche Alternativen? Es gäbe Ho-Oh vielleicht. Können wir Ho-Oh schon fangen? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr zufällig wisst, ob man Ho-Oh schon fangen kann, dann wäre das jetzt... Hey, du da, stehen geblieben. Solange du nicht auf dem Sattel eines Fahrrads sitzt, darfst du auch nicht den Radweg benutzen. Ja, ich habe ein Fahrrad. Okay. Einsetzen. Und los.
Route 16. Hier werden doch jetzt wieder jede Menge Trainer auf uns warten, oder? Snackmack. Ui. Da hätte ich ja jetzt schon wieder Bock drauf, aber wir brauchen aktuell halt kein Feuer-Pokémon. Auch wenn Snackmack cool wäre. Oh, Slimog. So ein Gift-Pokémon ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, oder? Ibitak wieder. Okay. Mehr scheint es hier erstmal nicht zu geben. Können wir uns auf jeden Fall merken. So, gibt es hier wieder Trainer? Jo. Okay, dann werden wir hier wieder die ein oder anderen Trainer zum Weinen bringen. Aber cool, der Radweg designt, oder? Aber man fährt auch hier wieder automatisch nach unten, was ich nicht ganz so geil finde. Aber okay. Gibt Schlimmeres. Und wir sind bald Level 55. Wir haben bald unser Despotar. Das sollten wir vielleicht sogar noch diese Folge schaffen. Willst du nochmal kämpfen? Dann. Ach, von mir aus. Ja, hast du meine Nummer. Das hat sowieso schon jeder meine. Baoba ruft nochmal an. Hallo Hyrus, ich bin's Baoba. Ich habe neue Blöcke für dich vorbereitet. Damit solltest du noch mehr Pokémon begegnen können. Viel Erfolg. Alter, wie viele Blöcke bereitet er denn? Das sagt er mir jetzt andauernd, damit ich zurückkomme oder was in die Safari-Zone. Würde ich zu gern. Würde ich wirklich zu gern. Wow, das ist aber ein tolles Fahrrad. Ja. So. Dann Steinkante. Jawohl. Ja, noch eins. Noch eins. Es kommt nochmal Magma. Dann setze ich einfach nochmal Steinkante ein. Ah, wir brennen. Das ist nicht gut. Aber wir erreichen Level 55. Wir besiegen Raudi Manuel. Und ich... Ja. Ja. Hey. Tesek entwickelt sich. Dumm, dumm. Dum, 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 da 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 da. Glückwunsch, dein T-Sack wurde zu Despotar. Nice, Freunde, wir haben Despotar. Ein ultra nices Pokémon, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, cool, wir haben Despotar. Das ist auf jeden Fall nice. Brennt allerdings noch. Okay, nicht so schlimm. Dann lassen wir den Not mal ein bisschen kämpfen. So, weiter geht's. Hast auch wieder zwei Pokémon. Oh, Stall ist nicht so gut gegen... Nee, das ist, das können wir nicht machen. Das wäre dumm gelaufen. Jetzt kommt Tentoxa. Da können wir Domi einsetzen. Donnerblitz! Und der holt sich natürlich auch Level 56. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Lalala. Brumm, brumm, brumm. Ja, na, wie findest du meine neuen Soundeffekte? Ja, sind mir eigentlich herzlich egal, muss ich dir mal ehrlich sagen. So, Eisenschweif! Da darf der Not auch mal ran. Alter Finne. Der macht auch schon gut Schaden, der Nutt, ja? Jetzt kommt Merrill. Da sollten wir nicht drin bleiben, nicht unbedingt. Wobei, was ist eigentlich Nutt für ein Typ? Stahlboden. Nein, sollten wir nicht drin bleiben. Da sollten wir nicht drin bleiben. Wir gehen auf eine schöne Donnerblitzattacke. Das ist safe. Ach nein, ich will nicht dein Kumpel sein, aber ich habe sowieso schon jedem meine Nummer gegeben. Also, ist mir egal. So. Wir sind gleich in der neuen City. Komm, mach mal den einen Kampf noch. Ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So, hier, Eisenschweif. Glutexo kommt, da wechseln wir. Und eine schöne Surferattacke von Hüdi. Ach, easy. Ihr merkt schon, ich spule jetzt im Moment immer viel. Das liegt aber wirklich daran, dass ich diese Kämpfe hier zwischendurch einfach nicht so spannend finde. Ihr sicherlich auch nicht. Und, ich denke, ihr seid mir da auch nicht böse, wenn wir das einfach immer ein bisschen spulen, ihr trotzdem was mitbekommt und wir jetzt aber dann zum Glück auch in der Folge noch ein bisschen Prozess hatten. Zum Beispiel, dass wir jetzt in Fuxania City sind und dass wir zum anderen auch, dass wir zum anderen auch
Ist das jetzt immer noch hier die Safari-Zone? Willkommen im Park der Freunde. Hier können Elite-Trainer, denen die Safari-Zone noch nicht genug war, ihre raffinierten Fangtechniken vorstellen. Warte mal, heißt du zufällig Hyrus? Mein Vater hat mir von dir erzählt, du sollst sehr talentiert sein. Es wäre uns eine wirklich große Ehre, wenn du an der Fangshow teilnehmen würdest. Das machen wir nächste Folge, Freunde. Oh, das ist schade. Nun melde dich einfach, wenn du es dir anders überlegst. Jo, das machen wir. Aber, Freunde, ich danke wie immer erstmal fürs Reinsehen, fürs Reinschalten und fürs Dabeisein. Bleibt mir weiterhin treu, abonniert den Kanal und seid auch beim nächsten Mal wieder mit am Start, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.